Coupons ist ein Pokémon mit den Typen Boden und Psycho, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die Vorentwicklung von Lepumentas. Poupons ist ein lehmfarbenes Pokémon. Es besitzt zwei Arme, aber keine Beine. Es bewegt sich schwebend fort, indem es sich auf seinen spitzen Fuß dreht. Das Pokémon läuft auch oben spitz zu. Am Bauch und am Rücken verläuft ein roter Kreis und auch über den Augen sind zwei rote Bögen zu sehen. Und in seiner Shiny-Form sind die roten Elemente türkis gefärbt. Poupons ist ein Pokémon, welches sich vor allem durch seine defensiven Fähigkeiten auszeichnet und somit sehr robust gegenüber speziellen Attacken ist. Selbst erlernt es gleichermaßen Attacken verschiedener Schadensklassen und ebenfalls verschiedener Typen. Dieses Pokémon bewegt sich durch Drehungen auf seinem Fuß fort und setzt so beispielsweise die normale Attacke Turbodreher ein, kann aber auch die per TM erlernte Stahlattacke Gyroball einsetzen, mit der es sich blitzschnell dreht und den Gegner mit hoher Geschwindigkeit angreift. Es beherrscht aber auch die Bodenattacke Erdkräfte, mit der es Boden erzittern lässt, oder setzt unsichtbare Kräfte ein, um mit einem Sondersensor seinem Gegner zu schaden. Dabei besitzt es die Fähigkeit Schwebe, welches es vor Bodenattacken und Veränderungen des Bodens schützt. Poupons ist ein seltenes Pokémon, welches in alten Ruinen lebt, wo man außerdem häufig Wandmalereien findet, welche von Urmenschen angefertigt wurden und Poupons in Begleitung von diesen abbildet. Trifft das Pokémon Artgenossen, so tut es sich mit ihnen zusammen, um dann gemeinsam herumzubrüllen. Es bewegt sich, indem es sich auf seinem Fuß dreht und selbst wenn es schläft, balanciert es auf diesem. Dabei ist Poupons der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich auf Level 36 zu Lepumentas weiterentwickeln. Das vorher kleine Beige-Pokémon gewinnt durch die Entwicklung das Vierfache seines Gewichts und das Doppelte seiner Größe hinzu. Der Körper wird schwarz und die vorherige rote Musterung wird weiß. Statt einem spitzen Fuß hat es nun zwei kurze, auch die länglichen Arme bekommen eine kurze, kugelige Form. Der Kopf des Pokémon wird breit und ist rundherum mit roten Kreisen geschmückt, welche vermutlich Augen sein könnten. Und mit seinen Typen ist es immun gegen Elektroattacken und durch seine Fähigkeit Schwebe auch immun gegen Bodenattacken. Es nimmt halben Schaden gegen Kampf, Gift, Gesteins- und Psychoattacken, doppelten Schaden gegen Käfer, Geist, Wasser, Pflanzen, Eis und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.